Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem YouTube-Channel. Heute sind wir mal in dem neuen Projekt und zwar auf der Landers. Und wie viele schon aus unserem Trailer herausgefunden haben, was uns natürlich sehr gefreut hat, dass er auch so gut bei euch angekommen ist. Heute starten wir die voll rein. Wir haben schon ein bisschen losgelegt. Wir machen jetzt noch so ein paar Facts oder Sachen, die für euch interessant sein könnten. Und dann fangen wir auch direkt an. Wir haben jede Menge zu tun. Ich würde ganz kurz einmal damit anfangen. Wir haben verschiedene Höfe. Und zwar haben wir einen Lohner, eine BGA und noch so einen Ackerbau-Hühnerhof. Die BGA wird von Carlos betrieben, den ihr auch schon ein paar Mal in Projekten im Livestream mitgesehen habt. Dann haben wir den Lohner, der wird von Ben betrieben. Dann haben wir den Ackerbau mit den Hühnern. Den betreibt Justin diesmal alleine. Und dann kommen wir betreiben gemeinsam, also ich mit Fanfahrer Luca, den ihr auch schon aus einigen Streams kennen könntet, solltet, wie auch immer. Wir betreiben hier den Kuhhof mit, glaube ich, 400 Kühen im Limit, Hof 16 Wesels. Was kann man noch groß sagen? Wir haben uns ein paar Maschinen rausgelassen. Ich würde mal anfangen, weil wir haben hier schon ein bisschen hintrapeziert. Wir haben hier den 822 S4, schickes Ding, läuft. Den haben wir, weil PS-Grenze ist bei 230 PS. Hier geht jedes Jahr dann laut aktuellem Stand um 50 PS hoch. Steht aber auch alles in den Regeln, die in der Videobeschreibung sind. Genau, dann haben wir hier hinten noch unseren wunderschönen Fendt 311er, aber mit Fendt One. Den haben wir so als kleinen Hochschlepper für Ballenfahren und so diesen ganzen Schnickschnack. Und dann kommen wir auch schon zu Lukas Schlepper, womit er auch sein erstes Wort in diesem Projekt sagen darf. Ganz kurz zu meinem 718 hier. Das ist ein 718 SCR mit 188 PS Leistung. Und ja, schickes Ding, wie ich finde. Etwas kleiner wie der 822er von Luca. Und ja. Aber dafür mit Reifenregeldruckanlage, ne? Genau, das stimmt. Die kann man. Also Presse haben wir, dann haben wir hier noch Mähwerk, Bänder, hier ein bisschen Schnickschnack so. Also wir haben nicht alles gekauft, weil wir halt den Lohner haben. Da werden wir wahrscheinlich viel mieten. Genauso wie heute, da haben wir nämlich bei Ben auch schon angefragt. Und zwar haben wir schon gemäht und auch Heu gemacht. Also Gras liegt auf zwei Wiesen, Heu liegt. Das heißt, wir zeigen euch mal ganz kurz hier unsere Felder, damit ihr da einmal eine Übersicht drüber habt. Das sind unsere Felder. Die große ist hier eine Wiese, da eine Wiese, hier eine Wiese und hier unten haben wir auch noch eine Wiese. Zwei mit Heu, zwei mit Gras. Ich werde mir direkt von Ben einen Ladewagen holen, den wir dann auch bezahlen müssen. Ben hat auch schon die ganzen Weizenfelder, die ihr gesehen habt, gedroschen. Das heißt, da wird Luca dann direkt losfahren, die Ballen zu pressen oder auf den Heufeldern. Ich weiß nicht, wo wir zuerst anfangen. Ja. Kannst du eigentlich für dich dann selber entscheiden. Und so ist jetzt mal der Plan. Wir bezahlen jetzt direkt, damit ihr das auch noch seht, die Rechnung, die hier Ben gestellt hat für das Dreschen, für die verschiedenen Felder. Dabei arbeiten wir hier mit dem Rechnungssystem. Ist sehr geil. Genau, haben wir das auch gemacht. Wieder 24k ärmer. Wir haben auch Kreditsystem mit drauf, Precision Farming. Also da geht auf jeden Fall jede Menge, was wir so dabei haben. Auch ein paar Realismus-Mods. Du kannst dich gerne schon Genau. mal reinsetzen und schon mal losfahren. Und ich Ja, fahre kann dann ich auch schon mal machen. Ist in langsam hoch Ordnung. zu Ben. Bei Ben musst du nämlich ganz genau die Zeit stoppen, wie es jetzt aussieht. Weil der will einen gerne über den Tisch ziehen, weil der hat da so finanzielle Probleme, habe ich das Gefühl. So, dann nehmen wir uns jetzt hier den 822, fahren direkt Richtung Ben. Luca, wo fängst du an? Fängst du beim Heu an oder beim Stroh tatsächlich? Ich würde sagen, ich fange beim Stroh an, dann haben wir das da hinten schon alles weg. Oder was würdest du da sagen? Mir ist Ist das das egal, gut? schlussendlich. Schlussendlich müssen wir Ja. eh alles pressen und alle Ballen einfahren. Ja, also ganz kurz könnte ich vielleicht noch über unseren Hof. Also wie Luca gerade schon gesagt hatte, wir haben ja auch zwei Kuhställe mit insgesamt 400 Kühen. Und wir Kapazität. haben jetzt am Anfang noch keine Kühe, die kriegen wir aber früher oder später noch. Also die kommen irgendwann noch. Genau. Bloß jetzt am Anfang lohnt es halt noch nicht, weil wir haben das erweiterte Tiersystem und so ein Schnickschnack drauf, heißt, die würden uns dann irgendwann einfach absterben, weil wir keine Mittel für die Tiere haben, so mäßig. Deswegen,
ohne Tiere starten und dann nehmen wir, wir haben jetzt auch keinen Kredit. Deswegen nehmen wir da lieber später einen Kredit auf, um dann die Tiere zu versorgen, zu kaufen. So ist jetzt mal der Plan. Wir schauen mal, wenn euch das Ganze natürlich gefällt und ihr es noch nicht gemacht habt, dann lasst auf jeden Fall schon mal ein Like und ein Abo da. Der Like würde einfach den Algorithmus pushen und der Abo ganz wichtig, damit ihr halt keine neuen Folgen verpasst. Deswegen auch Glocke aktivieren. Sollen auf jeden Fall jede Menge Folgen kommen. Wir wissen noch nicht, wie oft jetzt. Es stand mal zwischendrin im Raum 2 Folgen die Woche. Wir wollen euch aber eine bessere Qualität auf jeden Fall bieten, wie bei der Dürrenrot. Deswegen kann es auch sein, dass wir bei einer Folge der Woche bleiben. Wahrscheinlich dann sonntags. Modliste wurde auch in dem, beim letzten Projekt sehr oft gefragt. Ist in der Videobeschreibung. Sind auch diesmal ein paar Mods selber haben wir umgebaut. Zum Beispiel auch die Karte haben wir umgebaut. Wer will, kann ja auch noch seine Meinung in den Kommentaren da lassen zu dem neuen Projekt, was wie er es so findet. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Welches von den Silos, welches wir haben, soll ich dann mit dem Gras befahren oder soll ich mir einfach eins aussuchen? Oder theoretisch hast du kannst du dir das ja aussuchen, welches du willst. Ich meine, früher oder später kommt ja noch eins mit Mais. Spoiler. Aber eins kommt ja noch mit Mais voll und wir haben ja 4 Stück, glaube ich. Du kannst ja eigentlich meiner Meinung nach eins aussuchen, was du willst. Okay, dann mache ich das so. Welche beiden Größe willst du denn haben? Die ganz großen, die 240er oder die 180er? Oder? Entweder wir machen 1,18 oder 2,40, ist mir eigentlich egal. Wir machen, nee, wir machen 2,40er, scheiß drauf. Gut. Da läuft auch schon das erste Stroh in die Presse rein. Wie viel Stroh kommt da bitte raus? Du bist ja gefühlt ja nichts gefahren, so von der, von dem Gefühl her. Ja, also wirklich, das sind jetzt, weiß ich nicht, wie viele Meter, aber das fehlt nicht viel. Und zack, warte. Nummer 1. Ah. Nummer 1 liegt jetzt gerade. Kannst du mir kurz einen Gefallen tun? Ja, kann ich nicht raus haben. Und zwar geh mal kurz zu Ben runter und frag mal, was er als Stundenpreis für den Ladewagen hat. Das kann ich aber auch nachgucken, ne? Hier im Menü ja. Ich glaube, der ist nicht eingetragen. Preisliste. Doch, Ladewagen. Und? 1000 Euro pro Stunde. Oh, das geht ja. Also, mal hier mal so. Natürlich auch Interactive Control mit am Start. Muss ja. Aber ihr seht natürlich auch, Ben hat jede Menge Ausstattung, die wir uns mieten können. So brauchen wir es selber nicht. Und dadurch, dass wir uns das mieten, müssen wir halt Ben nicht mitbezahlen. Hast du die Zeit gestoppt? Genau, das starte ich jetzt, weil ich habe ihn jetzt erst genommen. Oder startet. Achso. Kann ich mich auch nicht beschweren, da ist noch Gras drin. Geil. Das gehört jetzt uns. Perfekt. Ich habe ihn in dem Zustand abgeholt, also ist es unser. Aber die Felder sind schon echt groß. Man unterschätzt das irgendwie auf der Karte, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Das geht ja, ganz schnell. Aber dafür haben wir natürlich jetzt auch im Vergleich zum Start bei der Dürrenrot schon größere Maschinen auch. Ja, das stimmt. Das ist auch. Den Unterschied merkt man natürlich auch, wenn du mit einem 822 statt mit einem 500er oder 18 oder so einen Schnickschnack dann anfängst. Bringt sie dir mit im Ladewagen was? Sie lebt mit dem Ladewagen? Weil man könnte welches auffüllen. Ja, dann würde ich das schon machen, glaube ich. Ist ganz sinnvoll. Oder ist gar nicht mal so. Also am Hof haben wir nichts stehen. Dann müsstest du zum Händler fahren. Oder da ist halt was drin. Aber ich glaube nicht. Nee, ich mache jetzt die erste Fuhre. Dann fahre ich kurz oben beim Händler vorbei. Und dann fahre ich runter zum Hof. Ah nein, oder? Nimmt er das auf? Er nimmt es zwar auf, aber er stuft es anders. Ah ne, er nimmt es nicht auf. Okay, dann fahre ich einfach... das Falsche. Dann fahre ich kurz so hin. Und dann zum Hof. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Händler wieder und dann direkt wieder am Hof, sobald wir aufgefüllt haben. So, Silemittel schon aufgefüllt. Und dann geht's auch direkt weiter zum Hof und dann schauen wir mal, ob wir ja auch das feuchte Gras abladen können. Ich bin sehr gespannt. So, fahren wir mal rein. Schauen wir mal.
R11. Ah ja, Gott doch. So. Und jetzt hoch zur 16er. Sieht doch sehr gut aus mit 10 km/h hier durch. Bisschen schneller vielleicht noch. So, dann haben wir die erste Fuhre auch fertig. Aber ich würde auch sagen, das war's erstmal mit der heutigen Folge. Wir haben viel über das neue Projekt jetzt geredet, was so die Ideen sind und so, was wir so machen und auch über die anderen Höfe. Deswegen, damit es nicht zu lang wird, beenden wir die Folge hier und heute. Erstmal, nächste Woche geht's weiter. Schauen wir mal, wie jetzt der Uploadplan wird. Wenn es euch gefallen hat, lasst nochmal ein Like und ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt zu Beginn der Folge. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann würde ich sagen, ciao, Leute.